Herzlich willkommen zu Quellwerk. Heute heißt mein Thema Kämpfe fair. Und wenn du jetzt denkst, okay, der hat irgendwie so ein Konfliktmanagement-Seminar besucht und jetzt kommen seine großen Weisheiten, nicht wirklich, nicht wirklich. Konflikte sind natürlich so alt, wie die Menschheitsgeschichte alt ist. Wir kennen die Geschichten alle von Kain und Abel und wie das dann so weiterging. Und natürlich, ob wir es mögen oder nicht, Konflikte sind Bestandteil jeglicher Beziehung. Wer länger als ein Jahr verheiratet ist, weiß, dass selbst in so einer Honeymoon-Phase es Konflikte geben kann. Wer Kinder hat, weiß, auch das ist nicht unbelastet. Oder wer in irgendeinem Leitungsjob ist, weiß, hey, Konflikte sind vorprogrammiert. Aber, und jetzt kommt mein Punkt, Konflikte müssen nicht immer zerstörerisch sein, sondern sie können auch tatsächlich zu einer echten Bereicherung werden. Und genau dahin möchte uns Gott in seinem Wort bringen. Wenn wir der Bibel folgen, dann merken wir, Gott möchte uns immer auf dieses höhere Niveau bringen, weg von unserer menschlichen Begrenzung auf seine göttliche Ebene. Und ich habe tatsächlich im Epheserbrief im 4. und 5. Kapitel eine Anleitung gefunden, wie sie besser nicht funktionieren kann für eine positive Konfliktbewältigung. Und da geht es Epheser 4 und 5, Epheser 4, Vers 1, erster Schritt, sei ein Friedensstifter, entscheide dich bewusst dafür. Das zweite, Vers 2, verstehe den Streitpunkt beider Seiten. Also hör nicht nur auf deine Seite, sondern hör auch auf den anderen. Dritter Punkt, finde eine gemeinsame Grundlage. Dann der vierte Punkt, sei fürsorglich und konstruktiv während des ganzen Prozesses. So steht es da in den Versen 23 und 24. Vers 25 sagt, sei wahrhaftig. Das bedeutet, arbeite nicht mit Tricks, mit doppeltem Boden, mit irgendwelchen Halbwahrheiten, sondern sei wahrhaftig. Das sechste, packe Konflikte schnell an. Epheser 4, 26 bis 27, Megastelle. Und dann siebter Punkt, Vers 29, keine persönlichen Anklagen oder Beleidigungen, sondern einer achte den anderen höher als sich selber. Was für eine Mega-Anweisung. Das achte ist, bewahre dein Herz und deine Gedanken. Das 9. in Vers 32, sei freundlich und vergebungsbereit. Und jetzt der 10. Punkt, Kapitel 5, Vers 1, reagiere immer wieder mit Liebe. Diese 10 Punkte, geh sie nochmal durch, hör dir die Andacht 2, 3, 4 Mal an, schreib es dir, wenn du kannst, in deine Bibel rein. Hey, da ist eine Anweisung, die göttlich ist, wie wir tatsächlich Konflikte auf einem neuen, von Gott geschenkten Niveau anpacken können. Und wenn du heute in irgendeinen Konflikt hineingerätst oder gerade in einem drin steckst, dann bete und sag, hilf mir Gott, diesen Konflikt in guter und gesunder Weise anzupacken, ihn mit deiner Weisheit anzugehen und meine eigenen Mittel außen vor zu lassen. Und der Herr wird dich erfolgreich machen, das glaube ich. Sei gesegnet.